Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück unter den Lebenden. Ich bin wieder gesund. Juhei! Es war echt bescheiden. Ich war 4 Wochen krank. Ich hatte Gott sei Dank noch ein bisschen was vorgedreht, sodass euch das nicht so lange vorgekommen ist mit dem Kranksein. Und mir ging es zwischendurch auch schon mal 2 Tage wieder besser. Da habe ich dann auch noch 2 Videos gedreht. Und danach hat es mich nochmal komplett hingebrettert, 2 Wochen lang. Und ja, ich war wieder krank. Also ich war insgesamt 4 Wochen krank. Sowas hatte ich auch noch nie in meinem ganzen Leben nicht, dass ich wirklich wegen Erkältung, grippalen Infekt und keine Ahnung was so lange krank war. Also mich hat es dieses Jahr wirklich komplett ermittelt. Und ja, deswegen gab es ja letzte Woche keine Videos, leider, weil ich einfach nicht in der Verfassung dazu war, irgendwas zu drehen. Aber es geht mir jetzt wieder gut. Und ich hinke mit meinem Videoplan jetzt auch ganz schön hinterher. Deswegen dachte ich mir, gibt es heute erstmal noch die Neuerscheinungen vom März. Die hätten eigentlich letzten Sonntag online kommen sollen, aber ja, das ging ja jetzt nur nicht. Und ja, deswegen gibt es heute auf jeden Fall die Neuerscheinungen vom März. An alle, die meine Community-Mitteilung vielleicht nicht gesehen haben, ich habe bereits das Gewinnspiel ausgelost. Ich habe die Gewinner auch schon bekannt gegeben. Es haben sich inzwischen auch alle Gewinner schon bei mir gemeldet. 3 Pakete habe ich auch schon weggeschickt. 2 muss ich Montag noch zur Post bringen. Also das Gewinnspiel ist in dem Sinne schon durch. Für alle, die nicht gewonnen haben, tut es mir sehr, sehr leid, aber es wird sicherlich irgendwann nochmal ein Gewinnspiel geben. Und ja, macht da auf jeden Fall gerne wieder mit. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, das Gewinnspiel zu organisieren und zu drehen und an euch zu verlosen. Und ja, war eine richtig coole Sache. Und ja, ich wollte nur an dieser Stelle noch einmal gesagt haben, dass das mit dem Gewinnspiel durch ist, dass ihr jetzt hier nicht ewig wartet wegen der Auslosung oder so, falls ihr die Community-Nachricht nicht gesehen habt. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Neuerscheinungen vom März. Es sind wieder einige. Ich habe mir aber nur ein paar ausgesucht, wo ich euch den Inhalt vorlese. Ich habe jetzt auch nicht eine extrem lange Liste gemacht für den März, weil wir wissen alle, März ist Buchmessemonat. Jeder Verlag haut seine Neuerscheinungen raus und es sind extrem viele Bücher, die im März rauskommen. Und hätte ich mir jedes Buch aufgeschrieben, was mich interessiert, wäre die Liste, ich weiß nicht, wie lang geworden. Deswegen habe ich wirklich nur die Bücher rausgesucht, wo ich sage, okay, die möchte ich auf jeden Fall lesen, irgendwann mal mit. Die einen priorisierter, die anderen jetzt nicht so priorisiert. Aber ja, so viel dazu. Es sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, dass ich immer den Erscheinungstermin der richtigen Bücher nehme. Das heißt, E-Books kommen ja streckenweise schon einen Monat vorher raus. Das heißt, es kann sein, dass es dieses Buch als E-Book bereits gibt. Das wollte ich nochmal erwähnt haben an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, jetzt starten wir mit den Neuerscheinungen. Das erste Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist natürlich bereits schon erschienen, weil der 1. März ist ja jetzt schon vorbei. Und ich freue mich riesig, dass dieses Buch erscheint. Ich möchte es auf jeden Fall noch lesen. Und zwar ist das das Buch meiner lieben Booktube-Kollegin, der Gabi oder Gabi, ich weiß es gerade nicht richtig, wie man sie ausspricht. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben und das hat beim Piper Verlag einen Preis gewonnen und ist verlegt worden über den Piper Verlag, was mich mega mäßig für sie freut. Und ja, das Buch heißt Writers in New York und ihr Autorenname ist G.S. Lima. Und vielleicht hat der eine oder andere schon von ihr gehört oder folgt ihr auch auf YouTube. Und ja, ich freue mich riesig für sie und wünsche ihr auch wirklich alles Gute und drücke ihr ganz, ganz fest die Daumen für ihr Baby. Wie gesagt, ich möchte das Buch auf jeden Fall auch noch mitlesen. Wann ich dazu komme, weiß ich nicht. Ich habe im Moment schon wieder so viele Bücher hier rumliegen, die ich lesen möchte. Deswegen muss ich mal gucken. Aber ich muss sagen, ich finde das Cover mega schön und ich finde auch, dass dieses Buch sich richtig gut anhört. Und deswegen lese ich euch jetzt mal vor, worum es in diesem Buch geht. Als India Thompson von Alabama nach New York zieht, begegnet sie bereits bei ihrer Ankunft ihrem Nachbarn Alec Carter. Alec, der jeden Tag eine andere Frau zu sich einlädt. Alec, der lieber Geschichten über fiktive Charaktere schreibt, als seine eigene zu erleben. Alec, in dessen Augen India sich für immer verlieren könnte. Alec, der darauf besteht, dass India und er Freunde werden müssten. Alec, von dem India sich fernhalten sollte, weil sie weiß, dass sie ihr Herz an ihn und seine Worte verlieren könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Geschichte ist. Und ja, wie gesagt, ich drücke meiner lieben Booktube-Kollegin Gabi da ganz fest die Daumen, dass sie weiterhin Bücher schreiben kann und dass sie davon leben kann. Und das ist ja eigentlich der Traum eines jeden Autors, vom Schreiben leben zu können. Und ja, schaut auf jeden Fall auch nochmal auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Sie ist ein ganz, ganz sympathischer Mensch. Und ja, ich verlinke euch den Kanal und alles nochmal unten in der Infobox. Und ja, ich denke, die meisten von euch werden sie sicherlich auch kennen. Und ja, ich freue mich für sie. Und ja, alles Gute für dich, Gabi, falls du das hier zufälligerweise irgendwie gucken solltest. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen für dein Baby. Und ja,
Mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch gerade nicht zu sagen. Ich berichte, wenn ich es gelesen habe. Dann am 1. März sind auch noch 2 Bücher aus dem HarperCollins Verlag erschienen, die ich auch unbedingt haben möchte. Und zwar ist das erste Buch Die Legende der vier Königreiche, der dritte Teil, besiegelt. Hier kann ich euch zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Ich freue mich aber schon sehr auf die Geschichte. Es ist der dritte und letzte Teil dieser Reihe. Ich bekomme das Buch vom Verlag. Da habe ich schon die Information bekommen, dass ich das Buch von ihnen zugeschickt bekomme. Und ja, da freue ich mich schon mega, mega, mega doll drauf. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Dieses Buch, wie gesagt, ist am 1. März bereits erschienen und ich freue mich sehr auf den finalen Band der Reihe. Dann ebenfalls am 1. März erschienen ist You von Lauren Blakely. Das ist der vierte Teil der Big Rock-Reihe. Und auch hier bin ich schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe ja die ersten drei Teile der Reihe gelesen. Der letzte Teil, der dritte, war jetzt nicht ganz so meins. Da war mir der erotische Anteil ein bisschen zu hoch. Ich hoffe aber, dass sich das bei You wieder ein bisschen revidiert und dass das da nicht ganz so hoch ist. Und ja, ich lese euch mal vor, worum es in You geht. Mein Name ist Chase. Ich habe eine ganz besondere Gabe. Und damit meine ich nicht, dass ich jede Frau ins Bett kriegen kann. Das ist natürlich so, aber ich bin auch ein erfolgreicher Arzt und habe ein Herz aus Gold. Nur eins fehlt zu meinem Glück. Ein Apartment. Und das ist in New York in etwa so schwer zu finden wie die Frau fürs Leben. Apropos Frau fürs Leben. Josie, meine bezaubernde und brillante beste Freundin, hat gerade ein Zimmer frei. Problem gelöst. Und da ich aus bitterer Erfahrung genau weiß, wie fatal es ist, sich auf seine beste Freundin einzulassen, besteht auch keine Gefahr, dass wir uns zu nahe kommen. Sie schläft einfach nur nebenan, in ihrem sexy Nachthemd. Und ich kann an nichts anderes denken als an ihren heißen Körper. Und ja, also wie gesagt, wer die Bücher von Lauren Blakely kennt, weiß ja, dass das erotische Liebesgeschichten sind. Ich hoffe einfach, dass der vierte Teil, wie gesagt, nicht ganz so hoch wieder vom Anteil wird, sondern eher so wie der erste und der zweite. Und ja, auf die Geschichte freue ich mich auch auf jeden Fall schon sehr. Machen wir weiter mit dem 11. März und an diesem Tag erscheint der zweite Teil von Dragon Fortune von der lieben Nikki Kiso. Ich kann euch ihr zum Inhalt auch nichts sagen, weil es eine Fortsetzung ist. Dragon Fortune ist auf jeden Fall eine richtig coole High-Fantasy-Geschichte mit Drachen, einem Prinzen und einem Fluch. Und wenn euch das Ganze interessiert, schaut in meinem Video vorbei, wo ich das Buch nochmal vorstelle. Ich verlinke euch das Ganze gerne nochmal unten in der Infobox. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich freue mich auf den zweiten Teil und ich bin gespannt, wie die Geschichte rund um Dominik weitergeht. Dann haben wir noch drei weitere Bücher, die auch am 11. März erscheinen. Und zwar der zweite Teil zu Home von Eva Siegmund. Da es hier eine Fortsetzung ist, kann ich jetzt ebenfalls nicht sagen. Dann erscheint am 11. März auch noch die Fortsetzung von Monsters of Verity. Und zwar heißt der zweite Teil ein düsteres Duett. Und auch hier werde ich nichts zu sagen, weil es der zweite Teil ist. Ich glaube, Monsters of Verity ist auch nur eine Dilogie. Das heißt, das müsste mit dem zweiten Band auch abgeschlossen sein. Ich möchte das Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe den ersten Teil letztes Jahr auch gelesen und fand das Buch ja richtig gut. Und das letzte Buch, was am 11. März erscheint, ist The Play, Spiel nicht mit mir. Das ist der dritte Teil von dieser einen Reihe. Ich komme gerade nicht auf die Reihenbezeichnung. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie diese Reihe heißt. Auf jeden Fall, wenn ihr das Cover seht, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, zu welcher Reihe das Ganze gehört. Ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht und vielleicht fällt mir die Reihenbezeichnung bis dahin irgendwie wieder ein. Sie war immer mutig, doch das Spiel mit ihm könnte sie verbrennen. Kayla Moore war bisher immer auf der Suche nach wilden Abenteuern, doch sie spürt, dass ihr das nicht mehr ausreicht. Sie hat genug von Bekanntschaften für eine heiße Nacht. Gerade da taucht Lachlan McGregor in ihrem Leben auf. Der unwiderstehliche schottische Rugby-Spieler ist ein äußerst geheimnisvoller Bad Boy. Schweigsam und unglaublich attraktiv. Und Kayla muss sich entscheiden, will sie sich erneut auf das Spiel der Liebe einlassen oder hat sie zu viel Angst davor? Ja, ich finde, das klingt doch nach einer ganz, ganz coolen Geschichte und ich habe mir das auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich möchte die Reihe auf jeden Fall noch mitlesen. Wann? I don't know, aber sie steht auf jeden Fall auf meinem Wunschzettel. Machen wir weiter mit dem 15. März und am 15. März erscheint der zweite Sammelband zur Kurzgeschichte von der lieben Nikki. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Den zweiten Sammelband brauche ich auch unbedingt. Ich habe den ersten hier, den wollte ich auch schon längst gelesen haben. Habe ich immer noch nicht und ja, den zweiten Sammelband möchte ich auch auf jeden Fall dann irgendwann mal mir zulegen, weil ich möchte die Fuchsgeschichte ja gerne nochmal im Kompletten lesen. Ich bin auch seit Teil 12 da echt sowas von raus und bin da nicht mehr hinterhergekommen. Und das pisst mich ziemlich an, weil ich die Fuchsgeschichte einfach so toll finde. Und ich muss da echt irgendwie mal ranklotzen. Ich muss da mal gucken, dass ich das bis zum Sommer irgendwie alles mal wieder aufgeholt habe und da irgendwie mal wieder up to date bin. Das nervt mich dann selber, wenn ich da nicht mehr hinterherkomme. Ja, auf jeden Fall erscheint der zweite Sammelband für alle, die es interessiert. Jetzt am 15. März freue ich mich schon sehr auf den Sammelband und wie gesagt, irgendwann wird er auch bei mir einziehen und dann werde ich die Fuchsgeschichte einfach nochmal im Ganzen lesen. Machen wir weiter mit dem 18. März und da erscheint With or Without You. Das ist der zweite Teil zu Geneva Lees
Ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Verdammt! Now and Forever heißt der erste Teil, genau. Und With or Without You ist der zweite Teil. Da geht es um die beste Freundin der Protagonistin aus dem ersten Teil auf jeden Fall. Und ja, das Buch möchte ich auch unbedingt haben und unbedingt lesen, weil ich fand den ersten Teil richtig cool. Der hat mir die Thematik sehr gut gefallen. Und die Geschichte von der besten Freundin hat sich da auch schon angeteasert, sodass man auf jeden Fall neugierig ist und wissen möchte, was es damit auf sich hat. Und ich lese euch mal vor, worum es in dieser Geschichte geht. Für 7 Nächte mit ihr setzt er alles aufs Spiel. Klug, zuverlässig, fleißig und mit einem perfekten Plan für ihre Zukunft in der Tasche. Das ist Studentin Jessica Stone. Wilde Partys, heiße Flirts oder spontane Abenteuer sind nicht ihr Ding. Und als ihre Freundin Cassie sie zu einem Kurztrip nach Mexiko überredet, hat Jessica mehr Bücher als Bikinis im Koffer. Doch dann treffen sie am Flughafen ausgerechnet auf Roman Markson, den heißesten Typen vom ganzen Campus. Und als Jessicas Dozent komplett verbotenes Terrain. Aber es funkt gewaltig zwischen den beiden. Und was in Mexiko passiert, bleibt auch in Mexiko, oder? Und ich finde, das klingt ultra spannend. Und man hat im ersten Teil schon so ein bisschen was angeteasert bekommen von den beiden. Und ja, jetzt möchte ich natürlich wissen, wie es mit den beiden weitergeht. Und ja, deswegen steht dieses Buch auf jeden Fall auf meiner unbedingt Lesenliste. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich muss hier heute immer ein bisschen hin und her springen. Ich habe heute alles auf dem Handy, das ist ein bisschen blöd. Ja. Machen wir weiter mit dem 22.03. und dort erscheint der nächste Teil zu Das Reich der 7 Höfe, A Court of Frost and Starlight. Ich vergesse immer den deutschen Titel. Ich habe keine Ahnung, wie das in Deutsch heißt. In Englisch A Court of Frost and Starlight, aber ihr werdet es kennen. Der nächste Band zum Reich der 7 Höfe, der Übergangsteil, wup, wup, zur Spin-off-Serie. Ich freue mich so. In diesem Buch wird er quasi am Ende der Trilogie angeschlossen. Man erfährt, was nach dem Krieg passiert ist. Man erfährt so, was alle so daraus für Folgen und man erfährt, was es so für Folgen und Konsequenzen alles so nach sich zieht. Und ja, das soll ja so ein Übergangsteil sein für die Spin-off-Reihe. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich da schon mega drauf. Und das ist auch ein Buch, was auf meinem unbedingt Lesenzettel steht. Ich liebe, liebe, liebe Das Reich der 7 Höfe und ich glaube, ich brauche dazu auch mehr nicht sagen, außer dass ich dieses Buch unbedingt lesen möchte. Damit sind wir aber im 26.03. und am 26.03. erscheint der dritte Teil der Broken Darkness Reihe und da freue ich mich auch schon sehr drauf, den möchte ich auch unbedingt lesen. Ich fand die ersten zwei Teile ja wirklich richtig gut, die Geschichte hat mir unglaublich gut gefallen, es war definitiv mal was anderes und was Abwechslungsreiches und ja, ich lese euch mal vor, worum es im dritten Teil geht. Der dritte Teil ist jetzt ein eigenständiger Teil, die ersten beiden gehören ja zusammen. Der dritte ist jetzt eigenständig, rein theoretisch kann man den auch lesen, ohne die ersten beiden gelesen zu haben. Aber er schließt sich von der Gesamtgeschichte natürlich an den zweiten dann an. Ich lese euch aber mal vor, worum es im dritten Teil geht. Joanne hat nur ein Ziel, ihre Schwester aus den Händen eines tödlichen Kults zu befreien. Dazu wird sie alles tun, was nötig ist. Lügen, betrügen oder jemanden entführen. Wie Max, den gefährlich attraktiven Anführer eines Motorradclubs. Der Deal ist ganz simpel. Er findet durch seine Unterweltverbindung heraus, wo der Kult seinen Unterschlupf hat, sie lässt ihn frei. Doch tatsächlich ist nichts einfach. Max weigert sich, ihr zu helfen. Joanne weigert sich aufzugeben. Und so entspinnt sich zwischen den beiden ein sinnlich dunkles Machtspiel. Und man kennt Max und Joanne schon aus den ersten beiden Teilen und man weiß, was das für Charaktere sind. Und man weiß, dass das definitiv eine Geschichte ist, wo Feuer dahinter ist. Und da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Und ach ja, I love it. Ich bin schon so gehypt auf das Buch. Und ja, möchte ich auf jeden Fall mitlesen. Wie gesagt, erscheint am 26. März. Machen wir weiter mit dem 27. März. Und am 27. März erscheint der vierte und letzte Teil der Vollendet-Reihe von Neil Schusterman. Letzten Monat kam der dritte raus. Das ist total an mir vorbeigegangen. Das habe ich jetzt auch vor kurzem aus gesehen. Und ja, ich freue mich, dass der vierte Teil erscheint. Ich müsste den dritten und den vierten Teil ja rein theoretisch noch zugeschickt bekommen. Ich hatte die ja damals bei Lovely Books gewonnen, bei so einem Gewinnspiel. Und ja, wenn die Reihe komplett ist, werde ich sie auch auf jeden Fall noch mitlesen. Also sie steht für dieses Jahr auf jeden Fall noch auf meinem Lesezettel. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber alle, die es interessiert, am 27. März der vierte Teil von Vollendet. So ihr Lieben, wir haben noch die Bücher vom 29. März. Und falls ihr euch jetzt wundert, dass ich gerade eben noch ein bisschen anders aussah, anders gesessen habe, einen anderen Ausschnitt hatte irgendwie, dann liegt das daran, dass ich jetzt im Video unterbrechen musste. Mein Zeitmanagement hat heute ein bisschen versagt. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch, das Video zu drehen, bevor mein Besuch kommt. Habe ich aber nicht geschafft. Deswegen muss ich jetzt noch die Bücher vom 29. März nachdrehen und jetzt hier hinten dran hängen. Wahrscheinlich wäre es den meisten von euch gar nicht aufgefallen, hätte ich jetzt nichts gesagt. Aber egal, für den einen oder anderen nicht, dass ihr euch wundert. Ich muss dann Cut machen jetzt in dem Video. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch die Bücher vom 29. März für euch. Das sind auch alles wieder Bücher aus dem Lux Verlag. Wie sollte es anders sein? Und ja, ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten Buch. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben Wild Hearts, kein Blick zurück.
Und hier habe ich mir auch den Klappentext aufgeschrieben und den lese ich euch jetzt mal vor. Und ja, ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Sich auf die Liebe einzulassen, ist wie sich seiner größten Angst zu stellen. Es tut weh. Du kannst alles verlieren. Aber wenn du mutig bist, alles gewinnen. Ein alter Camper und ein Stück Land im Nirgendwo von Florida ist alles, was Sawyer Dixon nach dem Tod ihrer Mutter geblieben ist. Weit weg von ihrer Vergangenheit will sie einen Neuanfang wagen. Doch sie hat nicht mit ihrem neuen Nachbarn Finn gerechnet. Der miesmutige und furchtbar attraktive Einzelgänger ist wenig begeistert davon, dass Sawyer vor seiner Haustür campt und ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Und ich finde, das klingt einfach nach einer richtig, richtig coolen Geschichte und deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall aufgeschrieben. Und ja, wie gesagt, 29. März. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben den vierten und letzten Teil der Sinners of Saint-Reihe, Broken Love. Und ja, was soll ich sagen? Ihr wisst, ich liebe die Sinners of Saint-Reihe. Ich finde die ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon sehr auf Broken Love. Ist auf jeden Fall eins von den Büchern, die ich mir auf jeden Fall holen muss, weil ich möchte diese Reihe auch vollständig haben und komplett und so. Und ja, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Teil der Sinners of Saint-Reihe geht. Er holt sie zurück ins Leben. Seit 2 Jahren versucht Jesse Carter vor allem eins, zu vergessen. Doch das ist nicht so leicht, wenn einen der eigene Körper täglich daran erinnert, was geschehen ist. Nur ein einziges Mal in der Woche verlässt sie das Haus, nämlich um an einem Treffen mit anderen verletzten Athleten teilzunehmen. Dort trifft sie auf den berühmten Sportler Roman Bane Protzenko. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Jesse fühlt sich augenblicklich zu dem geheimnisvollen Mann hingezogen, doch sie merkt schnell, dass auch er eine dunkle Vergangenheit zu verbergen versucht. Und wir kennen ihn auf jeden Fall schon aus dem dritten Teil der Sinners of Saint-Reihe. Da war er aber dann, glaube ich, noch um einiges jünger wie jetzt dann im vierten Teil. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und bin da auch schon sehr gespannt drauf. Und ja, ich freue mich auch, diese Reihe dann zu beenden, denn ich kann dann wieder einen Haken machen, dass ich eine Reihe beendet habe. Juhay! Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben Everything I Didn't Say, No Sweeter Summer und One More Promise. Das sind 3 weitere Bücher, die noch im Lux Verlag erscheinen. Ich finde, die klingen auch alle sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant. Aber ich wollte jetzt nicht alle vorlesen, weil das sprengt sonst den Rahmen dieses Videos. Und das wird alles wieder extrem lang. Und ja, damit wären wir dann auch am Ende von meinen Neuerscheinungen noch für März. Wie gesagt, ich hinke ein bisschen hinterher mit meinen Videos. Deswegen werde ich auch nächste Woche meine Neuzugänge wie auch meinen Lesemonat vom Januar und Februar zusammenschmeißen. Das heißt, es gibt einmal die Neuzugänge Januar, Februar zusammen und auch den Lesemonat Januar, Februar zusammen. Da ich in beiden Monaten nicht so monströs mega viel gelesen habe, ist es jetzt auch nicht so mega viel. Ich habe nur das Problem, dass ich bei einigen Büchern, die jetzt aus dem Januar sind, schon ein bisschen was wieder vergessen habe und jetzt nicht mehr mich so detailliert auch an alles erinnern kann. Deswegen versuche ich ja die Lesemonate immer schnell zu machen, dass das halt auch alles noch frisch ist im Kopf. Aber ja, das hinkt jetzt alles schon ein bisschen hinterher. Deswegen wird das dieses Mal dann alles ein bisschen anders. Aber so ist das halt. Das kann ich nicht ändern. Wenn ich halt einfach krank bin, bin ich krank. So, so viel zu dem Thema. Also nächste Woche kommen auf jeden Fall jetzt noch eine Reihenvorstellung und eine Buchvorstellung online. Sonntag dann die Neuzugänge und danach den Sonntag dann auf jeden Fall die Lesemonate, dass ich da dann auch up to date bin. Und am Montag, also wenn dieses Video online ist, morgen, haben wir noch das Hangout bei der lieben Steffi. Das mache ich mit Sina noch zusammen von Wörtern gefesselt, Steffi von Lady of the Books. Und zwar tun wir die liebe Jackie Fellgut zu ihrem neuen Buch Sehnsucht nach Sommer befragen und dort ein Interview führen. Und ja, vielleicht redet Jackie auch schon über 1, 2 Dinge von ihren neuen Projekten. Vielleicht können wir ja da schon ein bisschen was aus ihr rauskitzeln, mal gucken. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Lust und Zeit hättet und mal vorbeischaut, vielleicht auch ein paar Fragen an die Jackie stellt. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Oder vielleicht sehen wir uns auch morgen bei der Steffi auf dem Kanal. Ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall unten in der Infobox. Bis dann, bye bye.